Morgen! Sagt Drax, was soll jetzt diese Maskerade? Wir haben nicht Fasching. Wieso nimmst du die Maske runter? Naja, Drax, ich hab gesagt, wir haben nicht Fasching. Muss Maske tragen. Wieso bitte, Drax? Corona. Mensch, Drax, das gilt doch nicht für Raben. Ach so. Drax, ich habe eine gute Neuigkeit für dich. Bei unserem nächsten Sachunterrichtsfilm nehme ich dich mit. Juhu! Aber... Was aber? Aber es könnte auch ein bisschen unangenehm für dich werden. Warum? Drax, unser nächstes Sachunterrichtsthema heißt Müll. Weißt du, was Müll ist? Na klar! Und du weißt, Drax, Müll riecht nicht immer gut. Kann sowieso nicht gut riechen. Na gut, Drax, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt Müllfilm machen. Hey, Drax, was machst du hier? Jausenweckerl herrichten? Dir schaut ja noch eine Feder von der Maske aus den Haaren. Macht ja nichts! Ja, aber eigentlich ist ja Abfall und damit sind wir schon beim Thema Müll. Wo würdest du diese Feder hinwerfen, Drax? Sag mal ganz ehrlich. Restmüll! Habt ihr das gehört? Der Kerl ist ja top informiert. Der nimmt schon das Wort Restmüll in den Mund. Aber jetzt mal ehrlich, Kinder, wisst ihr, was Restmüll ist? Wenn nicht, nach diesem Video wirst du es wahrscheinlich wissen. Kommen wir mal zurück zum Thema Jausenweckerl-Drax. Wie würdest du dieses Jausenweckerl einpacken? Ich biete dir zwei Möglichkeiten. Eine gute Aluminium- oder Stanniolfolie. Da bleibt das Weckerl auch ganz schön lange frisch. Und als zweite Möglichkeit greife ich mal hier zur Plastik-Jausenbox. Also Drax, Jausenbox oder Stanniolfolie? Stanniolfolie natürlich, ich will ja ein frisches Weckerl haben. Kinder, zuerst war er so top informiert und jetzt kommt er mit diesem Blödsinn. Drax, Stanniolfolie, weißt du, woraus die besteht? Ja, natürlich nicht. Stanniolfolie besteht im Prinzip aus Metall. Metall, Drax, das in der Umwelt nicht verarbeitet werden kann. Ach so! Ja, Drax, hast du wieder was Neues gelernt, oder? Und die Kinder hoffentlich auch. Stanniolfolie kann man nicht einfach wegwerfen. Die kann auch nur schwer wiederverwertet werden. Also bitte, pack deine Jause in eine Jausenbox. Und glaub mir eines, auch in der guten Plastikbox bleibt sie länger frisch. Hey, Drax, so kannst du die Jause nicht fressen. Du musst sie rausnehmen. Und jetzt Mahlzeit. Und da haben wir alles, was von Obst und Gemüse und so weiter überbleibt. Das ist jetzt guter Müll. Oder Drax? Weiß nicht. Drax, denk mal nach. Wenn dieser Müll, also was von Obst und Gemüse kommt, wenn das in die Natur kommt, dann kann das von den Lebewesen in der Natur, die das biologische Abfallprodukt verarbeiten können, so zum Beispiel wie Regenwürmer oder Tiere. Ich auch? Nein, Drax, Raben verarbeiten keine Abfälle.
Leider nein, aber du bist trotzdem ein nützlicher Bursche. Also diese Biomüllabfälle, die sammle ich hier bei mir zu Hause in der Biomülltonne. Da kommen sie hinein und wenn dieses Plastiksackerl, zu dem wir gleich noch weiteres erfahren werden, wenn das voll ist, dann binde ich es zu und werfe es in die Biotonne. Das werden wir heute vielleicht noch machen, Trax. Hier ist unser Sackerl mit dem Biomüll. Und da kommt dann wieder ein neues, leeres Sackerl hinein für den nächsten Biomüll. Und jetzt Trax zu diesen Sackerln, die ich da verwende. Schau mal, was hier drauf steht. Biosackerl von... Halt, Trax, keine Schleichwerbung. Da steht nämlich der Name eines Supermarkts drauf. Auf jeden Fall, Biosackerl heißt, es ist, auch wenn es wie Plastik aussieht, aus einem Stoff gemacht, das die Umwelt verarbeiten kann. Ja, Trax, da schaust du. Zum Glück denken manchmal die Leute mit und erfinden auch Dinge, die gut für die Umwelt sind. Kommen wir zu einer weiteren Art von Müll. Ja, jetzt seht ihr auch gleich das geheime Hobby des Herrn Lehrers, Naschen. Auch das gibt übrigens Müll, wenn dieses Sackerl leer ist. Und das ist dann der berühmte Restmüll, von dem wir heute schon was gehört haben. Aber hier, Trax, ganz viele Zeitungen. Und wo, glaubst du, gehört das jetzt wieder hin? Okay, Trax, ich verrat's dir. Es kommt natürlich zum Altpapier. Wir werden dann, wenn wir den ganzen Müll entsorgen, auch die Farben der richtigen Mülltonnen kennenlernen. Freust du dich schon drauf? Sicher! Dann schauen wir mal, was da alles drinnen ist. Hier ist eine Spraydose. Bitte, Spraydosen gehören nicht in den Restmüll, nicht ins Altpapier, nicht zum Biomüll, sondern in die Problemstoffsammlung, so nennt man das. Dann haben wir hier eine nächste Spraydose. Wir haben eine alte Taucherbrille, die besteht aus Metall und Plastik und Picture zusammen. Ja, es gibt natürlich auch eine Altmetallsammlung. Die gibt's aber auch. Da muss man zu einem Müllplatz hinfahren und es dort abgeben. Trax, mein Müllwächter, er sitzt am Altpapier, aber über das haben wir ja schon gesprochen. Aber was er noch hier stehen hat, ist eine Schachtel. Die ist eigentlich einmal mit Tee gefüllt gewesen. Jetzt scheppert sie ein bisschen. Und schauen wir mal, was drinnen ist. Keine Angst, es kommt kein Krokodil heraus, sondern Dinge, die für die Umwelt ganz gefährlich sein können, nämlich Batterien, alte Batterien. Und das kann die Umwelt nicht verarbeiten. Diese Batterien gehören genauso wie das, was ich euch vorher gezeigt habe, Spraydosen und so weiter. Auch das sind übrigens Batterien, kleine Knopfzellen, gehört bitte in die Problemstoffsammlung. Hey Trax, was hast du denn hier entdeckt, dass du hier herumsitzt? Ah, sieh da, Altpapier ist es keines, Plastik ist es auch keines, sondern es sind alte Getränkeboxen. Diese werden bitte, und das weiß sogar der Trax, natürlich in die entsprechenden Kartons und dort zu einer Sammlung gebracht. Viel besser wäre es natürlich, Getränke in Flaschen zu verwenden. Ja, Richard. Und diese Flaschen wirft man dann in den passenden Müllcontainer. Trax, was willst du mir hier noch zeigen? Ach so, ja natürlich. Leider Gottes sind ganz viele gute Sachen immer mehr in Plastik verpackt. Diese sammle ich natürlich auch in einem Behälter. Und immer wieder werden sie dann in den Plastikabfallcontainer entsorgt.
Strax, ich nehme noch schnell den Restmüllsack da raus und dann gehen wir mal Müll entsorgen. So, Trax, da wäre die erste Müllpartie. Hier siehst du, Trax, der schwarze Container, der ist für den Restmüll. Und da kommt jetzt mal das kleine Sackerl mit ein bisschen Restmüll hinein, dass ich da gerade habe. Und weg ist das. Papiercontainer, Trax, und zwar der hat die Farbe Rot dazu. So, hinein damit. Trax, sei nicht so neugierig. Ach, jetzt ist er drinnen. Hol mich da sofort raus! Ach, dieser schwarze Vogel. So ein unvorsichtiger Kerl. Richard, das war überhaupt nicht lustig. So, Kinder, hier haben wir mal den gelben Müllbehälter für Plastikflaschen, Getränke, Kartons und Metalle und Dosen. Und mit dem braunen Deckel, da kommt dann der Biomüll hinein. Und das tue ich jetzt hier soeben mit meinem kleinen Sackerl Biomüll. Und weg ist er. Gleich daneben haben wir die Glassammelbehälter für weißes Glas und buntes Glas. Meine Glasflasche hier ist grün, also muss sie in den Buntglasbehälter. Und weg ist sie. Also Richard, das war kein cooles Abenteuer. Ich hab dir gesagt, Trax, es könnte auch unangenehm werden. Dass du natürlich so unvorsichtig warst, ist wieder ein anderes Kapitel, oder? Ja, brauchst jetzt nicht gleich traurig sein. Bist ja immer noch unser bester Rabe von allen. Ja, natürlich, Trax. Und ich glaube, du freust dich jetzt schon auch ganz gewaltig auf unsere Fortsetzung von Pippi Langstrumpf. Natürlich! Zweites Kapitel. Pippi wird Sachensucher und gerät in eine Prügelei. Annika erwachte zeitig am nächsten Morgen. Sie sprang schnell aus dem Bett und schlich zu Tommy. Wach auf, Tommy, sagte sie und rüttelte ihn am Arm. Wach auf, wir wollen zu dem ulkigen Mädchen mit den großen Schuhen gehen. Tommy war sofort hellwach. Ich wusste, als ich schlief, dass heute was Lustiges kommt. Ich konnte mich nur nicht daran erinnern, was es ist, sagte er und zog seine Pyjamajacke aus. Dann gingen beide ins Badezimmer. Sie wuschen sich und putzten die Zähne viel schneller als sonst. Sie zogen sich schnell und vergnügt an und eine ganze Stunde früher, als ihre Mama gedacht hätte, kamen sie von oben auf dem Geländer heruntergerutscht und landeten genau am Frühstückstisch, wo sie sich hinsetzten und riefen, dass sie jetzt sofort ihren Kakao haben wollten. »Was habt ihr denn vor?«, fragte ihre Mama. »Ihr habt es ja so eilig!« »Wir wollen zu dem neuen Mädchen ins Haus nebenan gehen«, sagte Tommy. »Wir bleiben vielleicht den ganzen Tag da«, sagte Annika. An diesem Morgen war Pippi dabei, Pfefferkuchen zu backen. Sie hatte eine riesengroße Menge Teig gemacht und auf dem Küchenfußboden ausgerollt. »Denn weißt du«, sagte Pippi zu ihrem kleinen Affen, »wie weit reicht eigentlich ein Backblech, wenn man mindestens 500 Pfefferkuchen backen will?« Und da lag sie nun auf dem Fußboden und stach mit Hingabe Pfefferkuchen aus. »Tritt nicht immer in den Teig, Herr Nilsson«, sagte sie gerade, als es klingelte. Pippi lief zur Tür und öffnete. Sie war von oben bis unten weiß wie ein Müller und als sie Tommy und Annika herzlich die Hände schüttelte, wurden die zwei von einer Mehlwolke eingehüllt. »Wie nett, dass ihr herbeischaut«, sagte sie und schüttelte ihre Schürze, sodass eine neue Mehlwolke aufstob.
Tommy und Annika bekamen so viel Mehl in den Hals, dass sie husten mussten. »Was tust du da?« fragte Tommy. »Ja, wenn ich sage, dass ich gerade dabei bin, den Schornstein zu fegen, glaubst du mir doch nicht, so schlau wie du bist«, sagte Pippi. »Tatsache ist, dass ich backe, aber ich bin bald fertig. Setzt euch so lange auf die Brennholzkiste.« Pippi konnte schnell arbeiten, bei Gott. Tommy und Annika saßen auf der Holzkiste und sahen zu, wie sie auf den Pfefferkuchenteig losging und wie sie die Kuchen auf das Blech warf und wie sie die Bleche in den Ofen schleuderte. Sie fanden, dass es beinahe wie im Kino war. »Fertig«, sagte Pippi und schlug mit einem Krach die Ofentür zu, nachdem sie das letzte Blech herausgezogen hatte. »Was wollen wir jetzt machen?«, fragte Tommy. »Was ihr machen wollt, weiß ich nicht«, sagte Pippi. »Ich werde jedenfalls nicht auf der faulen Haut liegen. Ich bin nämlich ein Sachensucher und da hat man niemals eine freie Stunde.« »Was hast du gesagt, was du bist?«, fragte Annika. »Ein Sachensucher.« »Was ist das?«, fragte Tommy. »Jemand, der Sachen findet, wisst ihr? Was soll es anderes sein?«, sagte Pippi, während sie die Mehlreste zu einem kleinen Haufen zusammenfegte. »Die ganze Welt ist voll von Sachen und es ist wirklich nötig, dass jemand sie findet. Und genau das, das tun die Sachensucher.« »Was sind denn das für Sachen?«, fragte Annika. »Ach, alles Mögliche«, sagte Pippi. »Goldklumpen und Straußenfedern und tote Ratten und Knallbonbons und ganz kleine Schraubenmuttern und all sowas.« Tommy und Annika fanden, dass es ganz nett klang und wollten auch gern Sachensucher werden. Aber Tommy sagte, er hoffe, dass er einen Goldklumpen finde und nicht nur eine kleine Schraubenmutter. »Wir werden ja sehen«, sagte Pippi. »Etwas findet man immer. Aber jetzt müssen wir uns beeilen, damit nicht andere Sachensucher kommen, die alle Goldklumpen, die es hier in der Gegend gibt, aufheben.« Die drei Sachensucher machten sich nun auf den Weg. Sie meinten, dass es am besten wäre, in der Nähe um die Villen herum anzufangen. Denn Pippi sagte, es könne zwar leicht passieren, dass man eine Schraubenmutter tief drinnen im Wald fände, aber die besten Sachen finde man immer da, wo Menschen in der Nähe wohnen. »Aber immerhin«, sagte sie, »ich habe auch schon Beispiele vom Gegenteil erlebt. Ich erinnere mich an einmal, als ich im Dschungel von Borneo nach Sachen suchte, genau mittendrin im Urwald, wo niemals ein Mensch seinen Fuß hingesetzt hatte. Was glaubt ihr, habe ich da gefunden? Ein prima Holzbein. Ich habe es später einem alten Mann geschenkt, der nur ein Bein hatte. Und er sagte, dass man so ein Holzbein nicht für viel Geld kaufen könnte.« Tommy und Annika beobachteten Pippi, um zu sehen, wie ein Sachensucher sich zu verhalten hat. Und Pippi lief von einem Straßenrand zum anderen, legte die Hand über die Augen und suchte und suchte. Manchmal kroch sie auf den Knien und steckte die Hand zwischen die Latten eines Zaunes und sagte enttäuscht: »Merkwürdig! Ich hatte bestimmt gedacht, einen Goldklumpen zu sehen.« »Darf man wirklich alles nehmen, was man findet?«, fragte Annika. »Ja, alles, was auf der Erde liegt«, sagte Pippi. Ein Stück weiter lag ein alter Herr auf dem Rasen vor seiner Villa und schlief. »Der da liegt auf der Erde«, sagte Pippi. »Und wir haben ihn gefunden. Wir nehmen ihn.« Tommy und Annika erschraken furchtbar. »Nein, nein, Pippi, einen Mann können wir nicht nehmen, das geht nicht«, sagte Tommy. »Was sollten wir übrigens auch mit ihm?« »Was wir mit ihm sollten? Den könnte man zu vielerlei gebrauchen. Wir könnten ihn anstelle eines Kaninchens in einen kleinen Kaninchenkäfig stecken und ihn mit Löwenzahnblättern füttern. Aber wenn ihr nicht wollt, lassen wir es bleiben, meinetwegen. Obwohl es mich ärgert, dass vielleicht ein anderer Sachensucher kommt und ihn klaut.« Sie gingen weiter. Plötzlich stieß Pippi ein lautes Geheul aus. »Nein, sowas habe ich noch nie gesehen«,
schrie sie und hob eine alte, rostige Blechbüchse vom Boden auf. »So ein Pfund, so ein Pfund! Büchsen kann man nie genug haben!« Tommy sah die Büchse etwas misstrauisch an und sagte, »Wozu kann man die gebrauchen?« »Oh, die kann man zu viel gebrauchen«, sagte Pippi. »Wenn man Kekse reinlegt, dann ist es eine prima Büchse mit Keksen. Wenn man keine Kekse reinlegt, dann ist es eine Büchse ohne Kekse. Und das ist natürlich nicht ganz so schön, aber so kann man sie auch gut gebrauchen.« Sie musterte die Büchse, die wirklich sehr rostig war und außerdem ein Loch im Boden hatte. »Es sieht beinahe so aus, als ob es eine Büchse ohne Kekse werden wird«, sagte sie nachdenklich. »Aber man kann sie auch über den Kopf stülpen und spielen, dass es mitten in der Nacht ist.« Und das tat sie auch. Mit der Büchse auf dem Kopf wanderte sie durch das kleine Villenviertel wie ein kleiner Blechturm und blieb nicht eher stehen, bis sie über einen Drahtzaun stolperte und auf den Bauch fiel. Es machte einen furchtbaren Krach, als die Blechbüchse auf der Erde aufschlug. »Da könnt ihr mal sehen«, sagte Pippi und nahm die Büchse vom Kopf. »Wenn ich die nicht aufgehabt hätte, wäre ich direkt auf dem Gesicht gelandet und hätte es mir blau geschlagen.« »Ja, aber«, sagte Annika, »wenn du nicht die Büchse aufgehabt hättest, wärst du auch nicht über den Zaun gestolpert.« Aber ehe sie zu Ende sprechen konnte, ertönte ein neues Geheul von Pippi, die triumphierend eine leere Garnrolle hochhielt. »Heute scheint mein Glückstag zu sein«, sagte sie. »So eine kleine, süße Garnrolle, mit der man Seifenblasen machen oder die man an einer Schnur um den Hals als Kette tragen kann. Ich will nach Hause und das sofort ausprobieren.« In diesem Augenblick wurde eine Gartentür geöffnet und ein Junge kam herausgestürmt. Er sah ängstlich aus und das war kein Wunder, denn dicht auf den Fersen folgten ihm 5 Jungen. Sie hatten ihn bald und drängten ihn gegen einen Zaun, wo sie alle auf ihn losgingen. Alle 5 auf einmal fingen an, ihn zu boxen und zu schlagen. Er weinte und hielt die Arme vors Gesicht, um sich zu schützen. »Gebt's ihm, Jungs!« schrie der größte und kräftigste der Jungen, »dass er nie mehr wagt, sich in dieser Straße hier zu zeigen!« »Oh«, sagte Annika, »das ist Wille, den sie da verhauen. Wie können die nur so gemein sein?« »Das ist dieser schreckliche Bengt. Immer muss er sich prügeln«, sagte Tommy. »Und 5 gegen einen. Solche Feiglinge!« Pippi ging zu den Jungen hin und tippte Bengt mit dem Zeigefinger auf den Rücken. »He da«, sagte sie, »wollt ihr etwa Mus aus dem kleinen Wille machen, weil ihr alle 5 auf einmal auf ihn losgeht?« Bengt drehte sich um und sah ein Mädchen, das er niemals vorher gesehen hatte. Ein wildfremdes Mädchen, das es wagte, ihn anzutippen. Zuerst gaffte er nur eine Weile vor lauter Verwunderung und dann zog ein breites Grinsen über sein Gesicht. »Jungs«, rief er, »Jungs, lasst Wille los und schaut euch das Mädchen hier an. Sowas habt ihr in eurem ganzen Leben noch nicht gesehen.« Er schlug sich auf die Knie und lachte. Und im Nu hatten sie Pippi umringt. Alle außer Wille, der seine Tränen trocknete und sich vorsichtig neben Tommy stellte. »Habt ihr gesehen, was die für Haare hat? Das reinste Feuer! Und solche Schuhe! Kann ich nicht einen davon leihen? Ich möchte gern mal rudern, aber ich habe kein Boot.« Dann griff er nach einem von Pippis Zöpfen, ließ ihn aber schnell wieder los und schrie, »Au, ich habe mich verbrannt!« Und dann umringten alle 5 Jungen Pippi und sprangen herum und schrien, »Rotkäppchen, Rotkäppchen!« Pippi stand mitten im Kreis und lachte ganz freundlich. Bengt hatte gehofft, dass sie böse werden oder anfangen würde zu weinen. Wenigstens ängstlich aussehen müsste sie. Als nichts half, gab er ihr einen Schubs.
Ich finde, dass du kein besonders feines Benehmen Damen gegenüber hast, sagte Pippi. Und nun hob sie ihn mit ihren starken Armen hoch in die Luft und trug ihn zu einer Birke, die da stand, und hängte ihn quer über einen Ast. Dann nahm sie den nächsten Jungen und hängte ihn auf einen anderen Ast. Und dann nahm sie den dritten und setzte ihn auf einen Torpfosten vor einer Villa. Und dann nahm sie den vierten und warf ihn über einen Zaun, dass er mitten in einem Blumenbeet landete. Und den letzten der Raufbolde setzte sie in eine ganz kleine Spielzeugkarre, die am Weg stand. Dann standen Pippi und Tommy und Annika und Wille da und sahen die Jungen eine Weile an. Und die Jungen waren vollkommen stumm vor Staunen. Pippi sagte, »Ihr seid feige! Ihr geht zu fünft auf einen einzigen Jungen los! Das ist feige! Und dann fangt ihr noch an, ein kleines, wehrloses Mädchen zu puffen! Pfui, wie hässlich! Kommt jetzt, wir gehen nach Hause!« sagte sie zu Tommy und Annika. Und zu Wille sagte sie, »Wenn sie dich nochmal zu hauen versuchen, dann sag es mir!« Und zu Bengt, der oben im Baum saß und sich nicht zu rühren wagte, sagte sie, »Wenn du noch mehr über meine Haare oder meine Schuhe zu sagen hast, dann sag's am besten gleich, bevor ich nach Hause gehe.« Aber Bengt hatte nichts mehr über Pippis Schuhe zu sagen und auch nicht über ihre Haare. Und so nahm Pippi ihre Blechbüchse in die eine Hand und die Garnrolle in die andere und ging davon. Und Tommy und Annika folgten ihr. Als sie in Pippis Garten kamen, sagte Pippi, »Ach, meine Lieben, wie schade! Ich habe zwei so tolle Sachen gefunden und ihr habt nichts bekommen. Ihr müsst noch ein bisschen weitersuchen. Tommy, warum guckst du nicht in diesen alten Baum da? Alte Bäume sind gewöhnlich die allerbesten Stellen für einen Sachensucher.« Tommy sagte, er glaube das nicht, dass er und Annika jemals etwas finden würden, aber um Pippi den Gefallen zu tun, steckte er die Hand in eine Vertiefung des Baumstammes. »Na sowas«, sagte er ganz erstaunt und zog die Hand heraus. Und darin hielt er ein feines Notizbuch mit einem Lederdeckel. In einer Hülse steckte ein kleiner silberner Bleistift. »Na das ist ja komisch«, sagte Tommy. »Da kannst du mal sehen«, sagte Pippi. »Es gibt nichts Schöneres, als Sachensucher zu sein. Und man muss sich nur wundern, dass nicht mehr Leute sich auf diesen Beruf stürzen. Tischler und Schuhmacher und Schornsteinfeger und all sowas, das können sie werden. Aber Sachensucher, ach wo, das ist nichts für sie.« Und dann sagte sie zu Annika, »Warum gehst du nicht zu dem alten Baumstumpf und fast da hinein? Man findet wirklich fast immer Sachen in alten Baumstümpfen.« Annika griff hinein und hatte beinahe sofort eine rote Korallenkette in der Hand. Tommy und sie standen bloß da und schauten erstaunt. Und sie dachten, dass sie jetzt jeden Tag Sachensucher sein wollten. Pippi aber war die halbe Nacht aufgewesen und hatte Ball gespielt. Und nun wurde sie plötzlich müde. »Ich glaube, ich muss mich mal hinlegen«, sagte sie. »Könnt ihr nicht mit reinkommen und mich zudecken?« Als Pippi auf dem Bettrand saß und ihre Schuhe auszog, schaute sie die Schuhe nachdenklich an und sagte, »Er wollte Kahn fahren, hat er gesagt, dieser Bengt. Puh!« Sie schnaubte verächtlich. »Ich werde ihn schon Kahn fahren lernen, ein anderes Mal.« »Sag mal, Pippi«, fragte Tommy ehrfürchtig, »warum hast du eigentlich so große Schuhe?« »Damit ich mit den Zehen wackeln kann, weißt du?« antwortete sie. Dann legte sie sich zum Schlafen hin. Sie schlief immer mit den Füßen auf dem Kopfkissen und mit dem Kopf tief unter der Decke. »So schlafen Sie in Guatemala«, versicherte sie. »Das ist die einzig richtige Art zu schlafen. Und so kann ich auch mit den Zehen wackeln, wenn ich schlafe.« »Könnt ihr ohne Wiegenlied einschlafen?«, fuhr sie fort. »Ich muss mir immer erst eine Weile was vorsingen, sonst kriege ich kein Auge zu.« Tommy und Annika hörten es unter der Decke brummen. Das war Pippi, die sich in den Schlaf sang. Leise und vorsichtig schlichen sie hinaus, um sie nicht zu stören.
An der Tür drehten sie sich um und warfen einen letzten Blick auf das Bett. Sie sahen nichts anderes als Pippis Füße auf dem Kopfkissen. So lag sie da und wackelte mit den Zehen. Und Tommy und Annika hüpften nach Hause. Annika hielt ihre Korallenkette fest in der Hand. »Komisch ist es aber doch«, sagte sie. »Tommy, du glaubst doch wohl nicht, meinst du, dass Pippi die Sachen vorher hineingelegt hat?« »Das weiß man nicht«, sagte Tommy. »Bei Pippi weiß man eigentlich nie was.« »Hey, Richard!« »Was ist, Trax?« »Nicht aufhören!« »Doch, Trax. Sonst wär's ja, du weißt schon, keine Fortsetzungsgeschichte. Ja, schau mich nicht so an. Nächste Woche geht's wieder weiter mit Pippi Langstrumpf. Und jetzt verabschiede dich von den Kindern.« 3 mal 3 macht 6, wieder, wieder, witt. Und 5 macht 9, ne?